Hallo liebe Freundinnen und Freunde und willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. In dieser Folge werde ich euch einmal den Farming Skill erklären. In den letzten Folgen hatte ich ja den Mining, Combat und Foraging Skill erklärt und heute ist wie gesagt der Farming Skill dran. Doch was kann der und was braucht ihr dafür, um den schnell zu leveln, das erkläre ich euch jetzt. Einmal habt ihr einmal hier die Farmer Boots. Da bekommt ihr pro Level, was ihr im Farming aufsteigt, bekommt ihr mehr Speed. Ist eigentlich sehr, sehr gut. Doch, es gibt noch eine bessere Variante, und zwar die Ranger's Boots. Die sind ziemlich teuer zum Craften, kosten ca. 2,2 Millionen. Die sind gerade ein bisschen teuer, aber ja, das 2,2 Millionen geht. Und zwar, wie gesagt, wenn ihr im Farming Level aufsteigt, werdet ihr immer schneller, wenn ihr anhabt, denn pro Farming Level bekommt ihr plus 4 Speed und 2 Defense. Der Speed, der gerade hier bei mir angezeigt ist, ist nur der Speed, den ich schon bekommen würde. Das bedeutet, wenn ihr ein höheres Level seid oder ein niedrigeres Level als ich bin, seid, dann bekommt, dann steht bei euch auch eine andere Zahl bei dem Speed. Doch was könnt ihr denn überhaupt freischalten, wenn ihr das levelt? Und zwar, denn beim Level 1 habt ihr die Möglichkeit, zu der Insel The Barn zu gehen. Die ist einmal, wenn ihr hier vom Spawn aus, ups, ich bin falsch gelaufen, wenn ihr vom Spawn aus, ihr spawnt hier so, einmal hier rechts rumgeht. Dann hier einfach nur geradeaus und kommt ihr hier drauf und werdet dann hier rüber teleportiert. Das hier ist The Barn, wo ich gerade bin. Hier könnt ihr so ein bisschen ja, Tiere töten, Kürbisse, Melonen, Karotten und Kartoffeln farmen und ein bisschen Weizen. Wenn ihr dann einmal hier hochgeht, kommt ihr zu dem Mushroom Desert. Das könnt ihr freischalten, wenn ihr im Farming Skill Level 5 seid. Und ja, hier könnt ihr so ein bisschen, ja, Pilze, Kakaobohnen, Sand, Kaktus, Schafe und Hasen farmen. Und Zuckerrohr. Doch was braucht ihr, um den Farming Skill gut zu leveln? Das erkläre ich euch auch jetzt. Als erstes braucht ihr einen Personal Compactor. Das ist dieses Teil hier. Den macht ihr so mit 7 Enchanted Redstone Blöcken und einem Super Compactor 3000. Diesen Super Compactor 3000 macht ihr so. Mit 8 Stacks Enchanted Cobblestone und einem Enchanted Redstone Block. Doch was kann der Personal Compactor überhaupt? Der kann Blöcke, die in euer Inventar kommen, direkt in die enchantete Version umcraften. Das ist nämlich dieses Ding hier. Wenn ihr einmal Rechtsklick damit macht, dann öffnet sich so ein Inventar. Hier könnt ihr einmal, liegt dran, was ihr für eine Version habt. Es gibt immer 4000, 5000. Es sind 6000, ob es 7000 gibt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bekommt ihr dann immer mehr Slots, wo ihr Items reinlegen könnt. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier einen Enchanted Pumpkin drin. Wenn ich 2,5 Stacks in normalen Pumpkin bekomme, craftet dieser Personal Compactor diese Pumpkins automatisch in die enchantete Version. Das zeige ich euch aber gleich auch. Denn es gibt eine Möglichkeit, wie ihr leicht Farmings leveln könnt. Als nächstes braucht ihr einmal einen epischen Rabbit Pet auf Stufe 100. Also ihr könnt natürlich auch ein legendäres nehmen, aber ihr braucht nur die epische Version davon. Denn da bekommt ihr einmal halt ein bisschen Speed, aber was ihr braucht ist die zweite Fähigkeit, die das Pet bringt, und zwar Boost Your Farming XP bei 30%. Das bedeutet, dass euer Farming XP um 30%
geboostet wird. Das ist sehr, sehr gut. Am besten natürlich noch, wenn das Pet noch so ein Item drin hat, wo ihr 40% mehr Pet XP bekommt. Ist sehr, sehr gut, wenn ihr kein 100er habt. Aber ansonsten bringt es eigentlich das Pet-Item nicht viel. Aber auf jeden Fall, das Rebel Pet ist auf jeden Fall das beste Pet zum Farming-Leveln, meiner Meinung nach. Weil einfach das boostet euer Farming-XP. Das ist sehr, sehr gut. Als nächstes braucht ihr einmal so einen Trank. Ihr müsst ihn nicht kaufen, also ihr müsst ihn nicht haben, aber der hilft einfach immer. Ja, also muss jetzt nicht, aber ihr bekommt dadurch 10% mehr Farming Experience. Das ist eigentlich ganz gut, aber ja, also ich mache ihn jetzt nicht, aber wenn man möchte, kann man ihn reinmachen, ihn trinken. Als nächstes, was auch kein Muss ist, aber was immer ganz gut ist, sind die Farming for Dummies. Das sind Bücher, die könnt ihr auf Äxte oder auf Hacken drauf tun. Und da bekommt ihr plus 5 Farming Fortune. Ist eigentlich auch ganz gut. Ja, habe ich immer drauf. Die Bücher, die hat man zur Zeit von den Shiny Picks bekommen, als Technoblade Bürgermeister war. Jetzt kann man die nicht mehr bekommen, außer über, ich glaube, über das Auktionshaus. Die werden natürlich jetzt immer teurer. Also wenn ihr es überlegt, dann kauft sie jetzt. Weil vor kurzer Zeit waren die auch noch 100.000. Die steigen natürlich jetzt immer mehr. Also wenn ihr die kaufen wollt, dann jetzt. Als nächstes braucht ihr einmal so einen Pumpkin Dicer. Das ist eine Axt, die extra speziell für Pumpkins ist, zum Pumpkin abbauen. Denn da bekommt ihr 5% mehr Farming Experience von Pumpkins. Außerdem könnt ihr, wenn ihr Pumpkins abbaut, ab und zu eine Chance haben, Special Items zu bekommen. Also mit Special Items ist auch wieder übertrieben. Ihr bekommt damit entweder Pumpkins oder Enchanted Pumpkins und vielleicht sogar Polished Pumpkin. Das weiß ich aber nicht, weil ich farm Pumpkins nicht so aktiv, deshalb. Aber auf jeden Fall Enchanted Pumpkins und normale Pumpkins bekommt ihr auf jeden Fall. Das garantiere ich euch. Diesen, doch woher bekommt ihr den? Den könnt ihr einmal bei Jakobs Farming Event, hier unten bei dem Haus. Hier könnt ihr einmal, geht ihr hier nach oben zu Anita. Und ja, auf jeden Fall könnt ihr den hier bei der Anita kaufen. Den Pumpkin Dicer. Und ja. Den könnt ihr kaufen, der kostet eine Goldmedaille und 32 Jakobsticket. Als nächstes braucht ihr einmal eine Kürbisfarm. Das ist, glaube ich, das, was am meisten Zeit braucht. Oder wie viel das die meiste Zeit ihr dafür investiert. Auf jeden Fall braucht ihr, wie gesagt, eine Kürbisfarm dafür. Übrigens, wenn ihr mit der Young Dragon Rüstung so langsam seid, das ist ein Speedbug. Zieht die Rüstung einmal aus und zieht die wieder an. Wie gesagt, die Kürbisfarm braucht ihr, denn Kürbis ist die Möglichkeit, am meisten Farming XP zu bekommen. Und zwar habe ich jetzt einmal ein Bild eingeblendet, wo ihr seht, was am meisten Farming XP bringt. Und zwar sind das die Kürbisse. Denn Pilze stehen da, dass die noch mehr bringen, aber die sind auch übel schwer zu farmen. Also wenn ihr mal auf lange Zeit das farmt, dann bekommt ihr mit den Pumpkins mehr als nur mit den Pilzen. Wie gesagt, ihr braucht eine Kürbisfarm, am besten über die ganze Insel. Wie ist sie aufgebaut? Zeige ich euch mal eben. Das ist immer so, hier kommt am Anfang kommt eine Reihe Kürbis, dann kommt eine Reihe Seeds, Wasser, Seeds, Kürbis, Kürbis, Seed, Seed, Kürbis, Kürbis, Seed, Wasser. So ist die Reihenfolge. Hier seht ihr noch einmal, überall wo hier die Steinplatten sind, sind Seeds.
Und ja, so ist das. Und das macht ihr dann immer nebeneinander. Denn ja, wie gesagt, an sich könnte man auch eine goldene Axt nehmen. Wieso goldene Axt? Die goldenen Materialien, die haben am meisten Geschwindigkeit als zum Beispiel Diamantäxte. Aber die gehen auch normalerweise schneller kaputt. Aber da hier auf Skyblock die Items unendlich halten, das bedeutet, die können nicht kaputt gehen. Zumindest Werkzeuge. Sind die goldenen Äxte und Spitzhacken am besten. Die tut ihr dann noch mit Effizienz verzaubern und Telekinesis und am besten mit Turbo Pumpkin, wenn ihr euch den Pumpkin Dicer nicht kaufen wollt. Aber ansonsten würde ich den Pumpkin Dicer benutzen. Denn zum Beispiel mit der goldenen Axt und natürlich eine Young-Dragon Rüstung anziehen, dann könnt ihr immer hier durchgehen. Ich habe was vergessen, und zwar das Pet. Ich habe nur ein Rare Pet, aber wählt dann euren 100 Level 100 epischen oder Legendary Rabbit Pet aus. Epischer reicht, ihr braucht kein Legendary. Ja, dann könnt ihr durchgehen und ich bekomme gerade 5,1 Farming XP. Und wie ihr seht, macht der Personal Compactor automatisch die Pumpkins zu Enchanted Pumpkin. Doch wenn ihr jetzt den Pumpkin Dicer benutzt, dann bekommt ihr viel mehr, denn eben habe ich nur 5,1 bekommen und jetzt bekomme ich 5,5, 6. Außerdem hat er nochmal ein bisschen Speed und hier ist es Uncommon Drop, 64 Pumpkin. Ja, das ist einfach mal ab und zu das Höchste, ich hatte mal eben nochmal nachgeschaut, das Höchste ist 64 Enchanted Pumpkin. Ihr könnt kein Polished Pumpkin bekommen, sondern nur Enchanted Pumpkin. Ja. So ist es auf jeden Fall. So könnt ihr sehr, sehr schnell Farming leveln. Wirklich. Ihr seht unten in meiner Leiste, das geht ratzfatz. Ihr bekommt 1000 Farming XP in vielleicht 15 Sekunden. Und das geht echt sehr, sehr schnell. Ja. Das ist auf jeden Fall die Möglichkeit, wie ihr am schnellsten Farming leveln könnt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Damit sage ich auch auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!